Hey Kinder, willkommen zu Fallout. Wir haben letztes Mal diese Backfischstation ultra ausgeräumt und uns total krass. Du erinnerst mich an einen Mama Mann. Murphy, nein! Ich will mir jetzt meine Rüstung angucken, du Nase Peter. Ja, stimmt, wir sind jetzt ja ultra ausgerüstet. Lass mich mal kurz niesen. Okay, doch nicht. Ja, wir haben uns hardcore verschisselt. Wie wir haben nur 10 Anti-Rad-Scheiße. Na egal. Coldsworth. Coldsworth, beruhig dich. Ich weiß jetzt gar nicht, was unsere Planung war für das weitere Vorgehen. Wir haben hier hinten ziemlich viel erkundet, waren in dieser, ja, wie gesagt, in dieser Backfischfabrik. Haben den Wood sogar abgeschlossen. Also, wir können jetzt hier weiter erforschen. Oder wir machen mal hier diese. Wir sprechen ja mit den Siedlern bei Kindergrippe Green. Top. Ja. Damit da mal ein bisschen vorankommen. Oh, sehr schicke Waffe. Der Injektor ist eine seltene, selbstgemachte Waffe. Damit kann man solche Maden verschießen. Richtig. Widerlich. Mm. Damit scheißen die Blähfliegen rum. Wenn wir rausscrollen würden aus unserer Sicht, in dieser Third-Person-Sicht, würde man, glaube ich, auch diese Viecher sehen. Diese Maden, die an einem rumtanzen. So. Also, Cotsyworthy, wo... Direkt richtig angepeilt. Ich hab's halt einfach drauf, ne? Weißt du Bescheid. Ihr habt gesagt, euch stört's nicht, da unten die Ding. Moment. Kurz diesen Popschutz etwas höher machen. Ich muss mit dem nächsten echt mal einen anderen holen. Los, Kindergrippe, wo bist du? Und da ist direkt vor der Kindergrippe nochmal ein neuer... Wasserlauf. Nein. Godsworth! Alter, ich hab's wieder nicht gerafft. Was ist hier los, Mann? Ey, der kam jetzt aber echt laut los. Das hat er gerade eben nicht gemacht, dieses Geräusch. Was ist mit dir los, hä? Wie gefällt dir das? Ich dachte, hinter diesem Affen ist vielleicht was versteckt. Dann kommt dieser Homunculus rausgejumpt. Cotsyworthy, du musst lauter schreien. Hab ich mir hier, ist mein Sturmgewehr auch gut. Scheiße. Hopp, komm, das ist lächerlich. Warum kommt der jetzt nicht raus? Drüben ist er irgendwo, hier. Grad, Skorpion. Hast du dich versteckt? Wir gehen einfach und dann wird er schon irgendwie hinterherkommen, ne? Ah, jo. Da ist er doch schon am Trippeln. Oder auch nicht. Da! Ha, wow! Ich dachte kurz, wir hätten ihn jetzt gefistet. Eine wirklich bravouröse Vorstellung, ich weiß. Komm, schlag ein. Schlag ein, komm schon. Nimm mich an, guck mit seinen leeren Augen. Moment, da. Da ist noch ein Teil. Oh, shit, dude. God, what have you done? Schnell speichern, runtergehen. Kurz checken. Ein Stechflügel. Furz. Ich würde wohl runtergehen. Denn da in deine Grabe da. Ah. Old Gullet Senkloch. Ja, moin. Oh shit! Oh. Wir sind gefuckt, gefickelt, die Kackt. Ja, es lackt ein bisschen, Todeskralle, es lackt lieber ein. Hahaha! Wir haben natürlich easy gewonnen! Ey, guck mal, wie viel Damage wir machen mit dem Ding. Au, au. Oh! Was waren da oben? Oh, die Kackfliegen. Jawohl, die Todeskralle kämpft gegen die Kackfliegen. Okay. Auf beide ins Wasser. Zack, zack. Sie sehen. Und jetzt. No. Okay, warte, Todeskralle. I need my health smile. I need yet. Was ist ein Furry? Erhöht. Jetzt sind wir so. Oh ja! Oh, Marfocke! Bam! Achso, wir haben jetzt Bullet Drop. Wir haben jetzt der Bullet Drop. Jetzt muss ich natürlich ganz anders schießen. Hallo? What the fuck? Oh, ist da reingebackt, spricht aber nicht fürs Spiel und sowas passiert. Na, spricht nicht fürs Spiel. Hallo. Ich glaube, die können nichts mehr runter. Ist das irgendwie möglich, dass die nur auf einer Höhe fliegen können? Kotzi, du musst die abflammen. Du hast doch extra so eine Fliegenklatschen-Flammenwerfer-Ding. It's all over, fuck. So, 1, 2, Cotsworth. Und Nummer 3, fuck. Ich zeig dir mal, wie der Hase das macht. Au. Kotzi, warte, wie schlägt man nochmal hier? Nein.
Die sehen voll schön aus, die Stechflügler. Sag, bitch, get out the way. Alter. Okay. Also wir haben hier unten natürlich jetzt schon ultra gesäubert. Das heißt, wir können jetzt hier alles ausräumen. Todeskralle ist ja da. Da kann man rein. Leute, schreibt euch das auf. Das müssen wir uns merken. Wir wollten eben hier in dem Kauf-Dingens runterrollen hier. Ins Nichts. Kannst du mal warum? Geht's dir nicht gut? Hey. Warte. Danke, aber ich wollte mit dir reden. Meinung. Was meinst du? Was steht auf dem Grabstein einer Putzfrau? Die kehrt nie wieder. Läuft zwischen uns alles gut? Ah, ich hab grad getrunken, Mann. Fass euch die Nase und so. 200 Jahre für sie im Fluge vergangen sind, Sir. Aber ich würde sagen, unser Verhältnis hat nicht darunter gelitten. Jo. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Ja, moin, Cotsworth. Ja, moin. Was meinst du? Ich habe mein altes Innenleben durchgecheckt, Sir. Ständig auf diesem Leistungsniveau zu bleiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist alles. Es geht mir eigentlich genauso, Cotsworth. Ne? Cotsworth, merkte das mal. Es wäre cool, wenn man Sprachaufnahmen machen könnte. Also in-game. Man sagt einfach, Cotsworth, halt zu. Dann sagt er, okay. Und dann sagst du, Sprachaufnahme 1. Noch in dieses Pissloch runterspringen. Und dann kannst du dir die anhören in-game. Mein Gott, wäre das edel. Wie so ein Diktiergerät für Spiel halt. Wir waren noch nicht bei Kindergrippe. Ach, die Musik. Sie schallert so schön in meinem Ohr. Und ihr könnt sie gar nicht hören, weil sie zu leise ist. Mein Gott. Aber wisst ihr was, ich könnte... Ne, das mache ich jetzt nicht. Ich tappe jetzt nicht raus. Ihr hört dann den Spielsound nach wie vor oder dennoch. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ach, ist der PC schon heiß? Nee. Ich kann ja meine Ventilatoren hochregeln. Das mache ich immer, wenn ich stream und PUBG spiele. Oder wenn wir streamen. Hey, wenn wir zusammen streamen. Und hier habe ich es anfangs auch gemacht, aber der wird hier gar nicht heiß. Der wird bei Counter-Strike heißer wie hier bei Fallout. Mein Counter-Strike kann auch total krass, deswegen meine Ultra-Skills. Ne? Oh, wie schön das hier aussieht. Dieses just a little bit green ist wirklich sick. Guck mal, es ist eine menschliche Umsetzung von Grey Garden mit Haus. Hey Leute, ich komme in Frieden. Ich kenne dich doch, du bist doch diese Marcy. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Ja. Yeah. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Haben die Minutemen dich geschickt? Na Sichi, was ist los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie bedrohen uns. Wir sind gezwungen, ihnen zu geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ist jetzt irgendwie blöd, ne? Weil ich kann das jetzt nicht machen. Na, komm. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Gott, wie weibig wir haben niemanden sonst, an den wir uns wenden können. Alles klar. Oh, es sieht wunderschön aus jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, ob wir andauernd nur nachts spielen, aber ich finde jetzt hier gerade diese Stelle oder auch diese Stelle. Ach ja, weg. Ich gucke mir gerade die Landschaft an. Okay, danke. Sieht ultra schön aus. Guckt euch das hier doch mal an. Mensch, ist das nicht nass? Was habt ihr eigentlich da drin? Kann ich euch irgendwas klauen oder so? Mhm. Ach, das ist noch rot, weil ihr mich noch hasst. Ja. Ich habe gar nicht zugehört. Was hat er gesagt? Eine Nachricht von Voltec. Okay. Warte kurz. I can't hear you, dude. Das müsste eigentlich ausreichen, ne? 80. Authentifizierungscode Impish. Vault 88 Notfalleinstufung. Warnung zu unbestimmter Integritätsverletzung. Sämtliche verfügbaren Vault-Tech-Mitarbeiter müssen laut Notfallprotokoll VT76 Hilfe leisten. Wiederholung der Nachricht. Gut. Ja moin. Nicht doch auf Audio, ja. Radio machen wir wieder. Machen wir mal hier hin. So. Ich weiß, ich kann ja auch. Ich muss endlich diese blöden Radiosender so einstellen, dass da die Mucke läuft, die ich sonst so habe. Ich hör mal rein. Ha! Wahrscheinlich hört ihr das, oder? Es ist halt scheiße. Ich will nicht riskieren, dass diese Audiospuren erkannt werden und ich dann ultramäßig
die Musik da rausnehmen muss im Nachhinein, dann hört man meine Stimme nicht mehr. Dann ist die entweder total verkrippelt oder oder es fängt von vorne an. Das ist irgendwie scheiße. Das ist eine blöde Sache. So, gut. Wir haben irgendwie, haben die uns diese Quest genannt? Ich sehe hier keine Quest. Was für eine Quest? Achso, es war schon eine Quest. Warte kurz. Es war eine Quest. Es war eine Quest. Da! Bei Dunwich Boros. Okay. Ja, dann gehen wir da mal hin. Na, komm. Na, was soll's? Was soll's? Die Mucke, hört er sie jetzt? So, okay. Ja, wir testen jetzt hier halt einfach mal, scheiß der Hund drauf. Ich denke, wenn ich spreche, dann wird es vielleicht nicht erkannt und dann sagt YouTube auch nicht, dass hier meine Stimme gefickt werden muss. Es ist halt einfach eine blöde Sache. Es gab da schon riesige Debatten drum um dieses Copyright und wenn man daraus was erschafft. Also so künstlerisch würde man ja extrem beschnitten werden, wenn man aus bereits Vorhandenem etwas Neues macht. Natürlich sagen dann wiederum die Copyright-Besitzer, ja gut, aber wir haben halt das gemacht und wir wollen dann auch dafür Geld, wenn es benutzt wird und so weiter. Es sind beide Seiten verständlich. In einem nicht kommerziellen Sinne hat er einen Totenkopf. Oh mein Gott. Ist das ein Totenkopf oder der andere? Keine Ahnung. Aber der haut ganz schön rein. Verschizzle my pizzle, p-dizzle in the whizzle, chisel manizzle. Alter, direkt ein Wasser, direkt Blank und Cheese und direkt... Nicht die Piesel-Limonade. Ja, nehmen wir halt einfach so einen Süßkuchen noch, so einen Napfkuchen. Und dann bollert er auch noch. Du Scheiße. Leute, wir sind genudelt. Wir sind aufs Brutalste durchgenudelt. Und ich komme hier nicht weg. Okay. Ich muss wenigstens mal diesen einen killen. Okay, wartet. Jawohl, der eine ist down. So. Stinkpack. Okay. Dann kann ich hiermit, glaube ich. Warte. Hier. Hä, hatte ich nicht doch irgendwo so ein Schnellding? Egal. Warte, guck. Fuck. Das ist zum Kotzen, wenn du irgendwo hin willst. Also irgendwo draufspringen willst, um dich vielleicht so ein bisschen zu verstecken. Und dann, jawohl, der stuck, glaube ich. Nee, doch nicht. Klapp, snap. Der mutiert eh gleich nochmal. Zu einem riesigen Homunculus, doch nicht. Achso, nee, das ist der Teil. Gebrochen. Oh, gebrochen. Bitte, triff jetzt. Der Lurch, du bist ein verkackter Lurch, wirklich. Oh, gebrochen. Ja gut, mit dem gebrochenen Arm ist vielleicht etwas schwierig zu schießen, aber trotzdem. Trotzdem, dass ich so stelle, der Bonk. Ich dachte kurz, da steht jemand. Also, ich habe ja schon gesagt, dieses Zentrum dafür Hexerei, dieses Dunwich-Dingenswomans, das ist schon wirklich crikey. Darüber machen wir eine eigene kleine Folge. Weil wir jetzt nur noch, keine Ahnung, eine Viertelstunde Zeit haben oder so. Ich hab die Uhr nicht so ganz im Blick. Die Sache hier ist aber an sich auch eine ziemlich harte Angelegenheit. Was? Nee, nichts da was. Aber egal, wir gehen einfach mal ran. Es macht auf jeden Fall Bock, weil man hier auch gut snipen kann. Look at this, Geraldine. Also ich glaube nicht, dass wir diesen Waffenmod haben, ne? Ohne Flachs. Wir sind ja doch ziemlich am Hitten, obwohl ich einfach nur geradeaus... Ja gut, vielleicht treffe ich in die Beine. Das kann natürlich sein, habt ihr recht. Guter Einwurf. Ich wäre jetzt auch guter Schuss, I know it. Fucking nice shot, dude, I know. Okay, aber das hätte dann treffen müssen. Also wir haben diese Waffenmod scheinbar noch nicht. Weil sonst würde ich hier nicht so leicht treffen. Ein Veteran! Auch gut. Hör mir auf mit dem Veteran, oder? Veteraner, gut. Okay. Machen wir den Veteraner down, wir haben ja Kotschwarz, willst du vielleicht auch mal irgendwas machen? Guck mal, da ist jemand. Hast du schon gesehen? Ja, jetzt nicht vor mir rumfliegen. Jawohl. Flamm den mal ordentlich weg. Gut. Cotsworth macht das da drin. Oh shit, wer schleicht sich denn da langsam ran? Ah, du Pisslurch.
Komm her. Jawohl. Nicht runtergehen. Nein! Ach, jetzt sind da ultra viele Leute. Kommt. Was habe ich denn gerade ausgerüstet für eine Granate? Zack. Ah, ob das trifft? Nein. Nicht so wirklich. Egal, ich stehe ganz gut. Was sind das viele? Das ist derjenige, der low ist. Das ist doch der da. Cotsworth, siehst du die da unten? Hey. Siehst du, dass ich beschossen werde? Auf ihn. Oh Gott, hat er die Frau gekillt? Da lacht er noch so dreckig. Er hat einfach eine Frau umgebracht. Eine arme, hilflose Frau, die maximal zurückgeschossen hat. Guck mal rein. Dann kann ich bestimmt das Geschütz ausschalten hier drin. So. 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 Kann ich das Geschütz auch umstellen? Kann ich, glaube ich, nicht. Wisst ihr, dass das schießt auf die. Auf die Gegner. Ich glaube, das geht nicht. Wow, wow, wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Leute, wir werden angegriffen. Wow, Absturz! Habt ihr das gehört? Habt ihr das gerade mal gehört? Ich glaube, das ist da in der Nähe abgestürzt, Alter. Valerio. Tsching, tsching. Gut! Nein! Cotsworth! Cotsworth, ich will den Kill machen. Du gemeiner Hund. Krass, Mann, die bringen auch echt viel Erfahrung hier, die Boys. Girls. So, Cotsworth. Zack! Ich unterstütze. Ja, ich komme jetzt zu dir. Ich habe keinen Bock hier rumzupimmeln, wenn die uns eh schon sehen. Es ist Chagrin hier. Ach Gott, nee. Stopp! Halt! Stopp! Das Internet bleibt, wo es ist. So. Gib mir deinen Scheiß. Da war noch jemand hier oben drin. Ah. Ich habe kurz was alle gelegt. Ah, hier ist auch nochmal eine coole Stelle. Und der ist, da schießt doch jemand. Was geht da hinten ab? Warte kurz, ich will in diesen aktiven Kampf will ich schon gern rein. Aber wer gegen wen? Oh, Sünf! Shit! Warum sehen die mich jetzt? Warum? Die haben doch gerade gekämpft. Hört auf. Nein. Gott, seid ihr schlechte Schützen, ey. Das sind doch Stormtroopers da, oder? Ich bring die jetzt mit hier in den Fight. Was eigentlich der Kotz sehen? Der kriegt wieder nichts mit, der Kotz. Kotzbrocken, der Alte. Jawohl, Jet. Benötigen wir zum Rocken hier. In Rockenhausen. Au, oh, hey, dudes. Hi, dudes. What are you doing, dudes? Shut up. Was war das? Scheiße, was war das? Ich weiß auch nicht. Oh, shit, dude. Au. Leute, ich bringe euch jemanden mit. Ich hoffe, die schießen nicht nur auf mich, sondern auch auf die Gegner irgendwie. Ich glaube, das ist nicht so gut, was ich hier mache. Vorsicht, sehr gut, genau. Wo ist denn? Da oben steht er, der Kotz. Kotzt mich wieder an mit dem. Es kotzt mich wieder. Das ist doch scheiße. Was ist scheiße? Was ist scheiße? Was zum Rache ist süß? Speichern. Okay. Los. Oh Gott, das ist sowas von bescheuert. Das ist so bescheuert. Aber was mache ich hier? Nein. Nein. Fucking Darm. Fucking Darm. No. Ja, sehr gut, war geplant. War geplant. Komm, komm. Quatsch, ich wollte nur zu dir. Ich wollte nur schnell zu Kozi. Hallo. So. Ja, moin! Feuerunterstützung. Ich glaube wohl eher Granatunterstützung. Ah, shit, shit. Quatsch, komm, wir gehen runter. Ist jetzt egal. Wir machen das. Komm mit. Boah, fuck. Ein Veteran! Ja, komm, nochmal hier. Oh, shit, 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 Leute, wir kriegen so die Hucke voll. Oh mein Gott. Vielleicht können wir ihn irgendwie krippeln. Ich glaube nicht. Warte mal, ich muss doch hier weg. Ich muss das erste Mal... Boah, die Kugel ist... Okay, warte. Los! Ist das mein Batman-Glas? Jawohl, Leute, wir haben eine gekochte Rüstung. Das ist das Gute. Das ist das gute Stöffchen da. Oh, schnucklig. Mm. Aber warte mal. Die ist doch scheiße. Die ist doch scheiße!
Warum ist da Plus da gewesen, hä? 22, 27. Minus 80 Millionen. Tschüss. Die wollen mich rollen hier. Du Scheiße, der Geschütz, hör auf, mich ganz zu gucken. Hallo. Guten Abend. Ja, so sieht's nämlich aus. Wenn man sich mit mir anlegt, mit Moa, mit Mons, bin ich total aggressiv. Nein. Du darfst dich nicht bewegen, wenn ich auf dich schieß. Nein, schon wieder. Sie merkt es, wenn ich auf sie schießen will, dann bewegt sie sich. Sie dumm? Is she darm or what? Is she a darm capel? Ja, renn voll rein. So, so wünsche ich mir das. Ach. Ich hätte es eher anders machen sollen. Das geile. Oh, das geile Visier auf die hier drauf. Hier. Baba. Baba. Beach. Ich glaube, wir haben uns da etwas zu viel zugemutet. Ja, haben wir noch irgendwas zu naschen? Maulwurfsrattenfleisch. Boom. Right away, boom. Waren wir überhaupt verradaviert, ja, gell? Okay, und jetzt passt auf. Jetzt gehe ich halt gleich brutal runter. Nachdem wenn die Kleinen weg sind, das Kleingemüse hier. Dann gehe ich runter und gebe halt dem Dicken sowas auf die Nase. Okay, das Kleingemüse ist weg. Speichern. Ich gehe runter, drücke mir Ultra das Hardcore-Psycho-Meth-Jet-Zeug-Buff-Out-Cram-Gemüse rein. Und dann wird er richtig vegan reingeknüppelt. Achtung. Shazam, Bitch! Was ist jetzt gut? Buff-Jet hatten wir, gell? Buff-Jet. Hallo, hallo, hallo? Sage mal. In der Aufnahme oder was? Ich glaub's Rabatto. Jet, Psycho. Ja. Achtung. Ja! Was willst du von mir? Hör, Räder! Bist du tot oder was? Mach deine Hände ab hier! Kacknase! Alter, das ist schon wirklich der Hammer! Wir müssen uns mehr von diesem Zeug herstellen! Ich werde ja langsam züchtig danach! Oh, bruh! Das ist aber ungeschickt, was du da machst. Bist irgendwie tot, ne? Naja, so ist es halt im Leben. So! Da vorne liegt noch jemand. Lass mich mal ganz kurz das verschissene Handy auf lautlos machen. Gottes Willen. Ich drehe mich so lange im Kreis für euch. Das ist echt so ein bisschen leckerlich, weißt du? Das ist ein bisschen leckerlich. Auf einmal wollen sie alle was von einem. Mensch, 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 hey, da. Das sieht irgendwie nicht mehr so gut aus. Hier ist doch eigentlich noch, ist doch eigentlich hier noch, da oben. Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen, von der Zeit her, ob das reicht. Ha! Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe auch gleich noch einen Termin. Ach, komm, da müssen wir halt zwischendrin unterbrechen. Scheiß der Hund rein. Ich will da jetzt reingehen. Das ist richtig widerlich, Leute. Richtig widerlich. Das ist noch so eine Erinnerung, die sie richtig reingebrannt hat. Ihr Dunwich Borders, oder wie sie es nennt. Achtung. Macht euch bereit auf den Horror. Es ist wirklich Horror. Es fängt ziemlich easy an, nicht? Du denkst dir, ja gut, Kindergeburtstag. Aber dann! Surprise Buttsex. Zack. Mit Sandpapier drumherum gewickelt. Um den Schniedelwurst. Achtung, Achtung, Achtung. Oh shit, dude. Kann ich dir was tragen? Ajo, ajo, ajo. Ich kann doch sau viel tragen, ne? Also das, was wiegt das jetzt so? Jeweils 3 Kilo, lächerlich. So. Passt mal Obacht. Passt ihr schon Obacht, oder? Passt ihr nicht mehr Obacht gerade? Ihr müsst Obacht passen. Jetzt. Passt Obacht. Nuff, aber. Der Staub. My God. This is deep. Da brauche ich den Schlüssel. Fickt ihr mich gerade durch? La la la. Ja! Das ist ein Öd-Raid-Länder. Ein öder Raider. Gläser. Cotsworth, merkst du nicht, dass du beschossen wirst? Der ist sowas von verstrahlt, der Kerl. So. Alter, er wird beschossen, hopp, und er merkt es gar nicht irgendwie. Oh shit. Hallo. Hahaha, ja moin.
Mitteilungen. Dringende Mitteilung. Nachricht von Geschäftsführung. Blablabla. Wir brauchen Sie umgehend. Anschließend 4, sobald Sie da sind, werden wir alles weitere klären. An die Geschäftsleitung. Bitte neue Schutzbalken. Blablabla. Bla, bla, bla. Da fehlt halt ganz viel. Bericht zu Station 1. Ausgleich der Belüftung. Guter Eis. Seit 93 Tagen. Gut. Nächste Veranstaltung. Happy Hour. Es ist mal wieder soweit. In der Grube. Station 3 erwarten Sie die nächste Happy Hour. Getränke stehen zur Verfügung und die Rechnung wird, wie immer, unter allen Aufgeteilten vom nächsten Gehalt abgezogen. Sie müssen also kein Geld mitbringen. Ach, das ist schön. Gehen Sie bitte verantwortungsbewusst mit Alkohol um. Wir möchten keinen weiteren Vorfall wie bei der letzten Happy Hour erleben, bei dem Jerry einen tödlichen Sturz erlitten hat. Die Geschäftsführung. Jährliches Picknick. Das diesjährige Picknick wird unabhängig vom Wetter in der Nähe des Eingangs zum Steinbruch stattfinden. Sie können gerne Ihr eigenes Essen mitbringen. Nuka-Cola wird von uns zur Verfügung gestellt. Falls Ihre Kinder ebenfalls kommen, behalten Sie sie bitte im Auge. Besonders dann, wenn Sie in der Nähe der Klippe des Steinbruchs spielen. Um einen Vorfall wie im letzten Jahr zu verhindern, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir einen zusätzlichen Wachbot von Robco erhalten haben, der für Ordnung sorgen wird. Ja, Turmsteuerung, der ist ja jetzt eh kaputt. Wow, 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 wow. Der drückt ja ordentlich rein. Cotsworth, bitte mach mal was. Guck mal, Cotsworth, hast du den Gegner gesehen, der da ist? Da. Zugreif! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was geht hier ab? Leute, was geht hier ab? Sind die so krass am Drücken, die Boys. Guck mal, Kotzblatt, dann messen sie um, trotzdem drücken sie mich fast kaputt. Ich habe auch bald keine. Ich hab bald keine Stinkpacks mehr. Ich muss mehr. Was hast du für eine überkrasse Waffe gehabt? Ein Kampfgewehr. Er hat einfach ein kurzes Kampfgewehr gehabt. Hallo? Gib mir mal dein Eichhäsel-Ding. Dein Eichhörnchen. So. Halt, direkte Eschhäsel essen, lecker, 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 Spaß entdecken. Wir müssen sparen, wir müssen sparen. Kotz, wir müssen. Können wir noch irgendwas kochen? Ja, das ist wirklich ein guter Spruch. Zeigen Sie mir den nächsten Raider, den Sie sehen. Diese Kacknase könnte ruhig mal irgendwas machen. Also von sich aus. Aber ich muss ihn. Ich würde ihn gerne. Kann man den einstellen auf Aggressive? Nee, ne? Sowas wäre echt. Sowas wäre echt sinnvoll. Extremely sinnvoll. But I can't. Ja. Oh, was habe ich jetzt aufgehoben? Da lag was drauf. Wahrscheinlich irgendeine Scheiße. Sir, ein ja. Schöner Tag, nicht wahr? Sir, ein schöner Tag, nicht wahr? Wir voll überspielt sind. Eine schlechte Laune eigentlich. Ist das total. Ist da? Hier ist niemand. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Kotschwert. Kotschwert. Ah. Haben sie schon echt krass abgesichert hier. Man muss sagen, die sind ganz schön durchgepeitscht gewesen hier in dem Steinbruch, oder? Sie saufen ihren Scheiß, verlieren irgendwie Leute, Kinder, die irgendwo runterstürzen. Versoffene Leute, die runterstürzen, alle stürzen und sterben. Mal wieder in den Griff. Wo ist hier jemand? Ah, da oben ist jemand. Ach so. Critical, critical, critical. Bam! Bitch, get out my way! Wie seine Leuchte mich immer noch angeleuchtet hat. Ja, moin. Ha! Es ist schon wieder ein Critical Raider dabei. Naja, müssen wir jetzt durch, oder? Müssen wir durch. Cotsworth, du bist jetzt. Du bist doch nicht hey. Bekannt. Da. Geh dorthin. Nee! Nee! Du gehst jetzt dahin! So. Ich schau jetzt mal da drüben nach. Ich glaube, du gehst so gut, oder? Los! Das nennt man anständig zielen, du Anfänger! Cotsworth? Cotsworth? Zwei Gegner direkt vor dir? Danke, dass ihr auch was schmeißt, ihr Lurch, Kinder. Nix da, Leute. Kotz. Oh, Kotz. Ha! Na, alle. Lächerlich. Ich glaube, wir brauchen noch jemand anderen. Wir brauchen einfach jemand, der schießen kann. Das kann doch nicht sein. Wir nehmen die Pippa mit. Wie die Mitteilung. Das haben wir alles schon gesehen, ne? Schöne Produktion von guter Qualität und jetzt mal. Hey, 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 hey. Hallo? Schutzbrillen! Bitte erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, ihre Schutzbrillen zu tragen. In diesem Monat haben schon 4 Personen ein Auge durch herumfliegende Gesteinsteile aus den Maschinen verloren. Es ist ganz einfach. Tragen Sie Ihre Schutzbrille. Wenn wir den letzten gefundenen Augapfel als Beispiel mitbringen sollen, können wir das gerne tun. Herr Verhaltenes Gerüll. Denken Sie daran, dass wir in einem Steinbruch unter
zum Teil gefährlichen Bedingungen arbeiten. Wir haben Balken an den Stellen errichtet, an denen sie mit dem geringsten Materialaufwand die beste Abschätzung bieten. Hierbei handelt es sich um eine Kostenreduzierung, mit der wir im Laufe der Jahre viel Geld einsparen konnten. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter etwas Rumoren hören oder eine Instabilität feststellen, warten Sie, ob sich das Problem nicht von selbst löst, wenn Sie sich andernfalls an Ihren Leiter, um einen Termin auszumachen, an dem wir uns mit der Situation befassen können. Weißt du, die kommen runter und sagen tatsächlich so, ja moin, wir schauen uns das erstmal an. Geländer, genau wie unsere Stützbalken kosten auch Geländer Geld. Wir haben sie dort errichtet, wo es uns angemessen erschien. Allerdings ist es bei mehreren Unfällen zu tödlichen Stürzen von Arbeitern gekommen, besonders in der Nähe von Station 2. Nehmen Sie sich bitte Zeit, um die Arbeiter daran zu erinnern, sich die Umgebung genau anzuschauen und sich nicht an die Geländer zu lehnen. Einige sind verrostet und eventuell nicht mehr stabil. Wir inspizieren die Geländer alle 6 Monate. Sollten Sie also eines finden, das nicht mehr standfest ist, sind wir wahrscheinlich im Rückstand und werden uns in der Kürze damit befassen. Kein Grund also, eine weitere Beschwerde einzureichen. Schüssel! Alter, nice, nice, nice. Okay, nächste Folge geht's dann weiter. Macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.